herzlich willkommen, Markus Schopp, heute zum Saisonstart der SK Sturm Graz Amateure, die am Sonntag gegen den WRC in die Saison starten, bei uns beim Interview. Markus, wie geht's dir zum Saisonstart jetzt? Ja gut, so zwei Tage vor dem Meisterschaftsbeginn ist man natürlich schon ein klein wenig nicht angespannt, aber man ist ganz einfach in einer anderen Situation wie vor Wochen noch, wo die Vorbereitung ihren normalen Lauf genommen hat. Wir haben sehr viele Freundschaftsspiele bestritten, aber Freundschaftsspiel ist doch etwas anderes wie ein Meisterschaftsspiel. Und da ist man natürlich ein klein wenig angespannt, gut vorbereitet und sehr zuversichtlich, dass wir mit unserer Mannschaft auch in dieser Saison einen großen Schritt vorwärts machen können. Du hast schon gesagt, die Anspannung ist wieder da beim Betreuerstab, bei dir, bei den Spielern. Die Regionalliga mit der Saison geht wieder los. Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Was kannst du uns da, welchen Einblick kannst du uns da geben? Ja, als Trainer einer Damenmannschaft hat man natürlich die tolle Aufgabe, jedes Jahr mit sehr vielen neuen Spielern arbeiten zu dürfen. Das bedeutet, dass wir auch heuer enorm viele Spieler aus der Akademie wieder dazu bekommen haben, die teilweise schon im Winter zu uns gestoßen sind. Auf der Gegenseite hat man natürlich Spieler auch verloren, die in den letzten Jahren definitiv wichtige Spieler für die Amateure waren. Von daher sage ich mal, war die Vorbereitung in erster Linie auch geprägt, Rücksicht zu nehmen auf die vielen jungen Spieler. Also damit zu tun, dass viele dieser jungen Spieler auch im Rhythmus der Akademie-Meisterschaft noch gestanden haben. Das bedeutet, aufgrund der Tatsache, dass die Meisterschaft noch gedauert hat, dass wir mit der Vorbereitung schon wieder begonnen haben, war es mir wichtig, irgendwo ein Fenster zu finden, wo man doch den Jungs die Regenerationsmöglichkeit gibt. Das war nachher auch wieder unterschiedlich, aber alles in allem war es eine Vorbereitung, in der ich meine Schwerpunkte setzen konnte, wo die Jungen das erste Mal auch klarerweise aufgrund der Freundschaftsspiele in Berührung mit Erwachsenenfußball gekommen sind. Und also die Vorbereitung ist so an sich recht positiv verlaufen. Du hast schon angesprochen Erwachsenenfußball. Es sind zahlreiche Spieler, die du letztes Jahr noch gehabt hast, schon im Trainingsalltag der Kampfmannschaft mit Schmerbeck, Gruber, Rosenberger. Du hast einige Spieler aus der Akademie wieder dazugenommen. Akademiefußball ist jetzt doch ein bisschen was anderes zur Regionalliga Mitte, zum Erwachsenenfußball, wo dann schon der Ergebnisdruck auch dazukommt. Inwiefern sind die Spieler schon so weit, dass sie da bestehen können? Ja, wir sind in Wahrheit, sind die Amateure die letzte Ausbildungsstufe. Ausbildung an sich sollte geprägt sein vom Begriff der Ausbildung, das heißt, man sollte nicht ergebnisorientiert denken. Auf der anderen Seite, wir spielen in der dritthöchsten Liga Österreichs. Das bedeutet, um in dieser Liga zu bleiben, was ein absoluter Auftrag auch an uns ist, bedarf es der nötigen Resultate. Vergleicht man jetzt an die Mannschaft des letzten Jahres mit der heurigen Mannschaft, so muss man ganz klar sagen, dass sehr viele Spieler ihren Weg gegangen sind. Sei es jetzt zum Beispiel wie ein Florian Sitzam, der den Weg zu Horn gegangen ist in die zweite österreichische Bundesliga, sei es ein Ramftl, der mittlerweile in der österreichischen Bundesliga bei Wiener Neustadt spielt, ein Kröpfl, ein Waltl, sind alle Spieler, die bei mir im Herbst letzten Jahres zum Einsatz gekommen sind, die für mich, für die Entwicklung der jungen Spieler extrem wichtig waren, plus natürlich dieser Vielzahl an Spielern, die jetzt in den Sprung in den Kader der Kampfmannschaft geschafft haben. Und vergleicht man die beiden Kader des letzten Jahres mit dem heutigen, so ist mit Fischer und Bebop sind wahrscheinlich die einzigen zwei Spieler dabei, die, sage ich einmal, auch letztes Jahr auch schon in der Vorbereitung dementsprechend ihre Position inne gehabt haben. Aber ansonsten hat sich da auf allen anderen Positionen sehr viel getan. Wenn man das in Zahlen ein bisschen ausdrücken will, also wir hätten einen Kader von 19 Spielern. Von diesen 19 Spielern sind 13 Spieler nach wie vor spielberechtigt für die Akademiemannschaft. Das bedeutet extrem jung. Doch trotzdem sage ich einmal, trotz dieser Jugendlichkeit sieht man bei sehr vielen Spielern viel Qualität und das macht das Ganze natürlich sehr interessant. Auf der anderen Seite wird es auch gefragt sein, dass man die nötige Geduld mitbringt. Du bist die letzte Ausbildungsstufe, somit auch das Bindeglied zur Kampfmannschaft von der Akademie und auch das Bindeglied zur Akademie natürlich und zur Jugend. Jetzt hat sich die Akademie oder wieder eine österreichische Akademie-Mannschaft für den Nike Cup qualifiziert in Manchester. Sie werden dort zum Finale reisen, gegen große Mannschaften wie zum Beispiel Manchester United, Manchester City spielen. Wie wichtig ist die Erfahrung für die Jungs? Ja, absolut. Also dieses Erreichen, dieses Weltfinale, das ist etwas Einzigartiges und das ist etwas, was man wirklich vorweisen kann, wo sich die Burschen wirklich hart erarbeitet haben und aufgrund ihres Spiels auch verdient haben. Auf der anderen Seite, auch dieses Turnier ist in 14 Tagen wieder vorbei.
Und was übrig bleibt, ist ganz einfach das, dass wir permanent schauen müssen, dass wir die Jungs weiterentwickeln, damit wir, und davon spreche ich in erster Linie vom SK Sturm, in absehbarer Zeit noch den einen oder anderen bei den Amateuren begrüßen können oder vielleicht auch gleich direkt in die Kampfmannschaft bekommen. Jetzt wünschen sich die Zuschauer, die Fans immer Offensivfußball, für den stehst du auch. Es ist nicht immer ganz so einfach, das umzusetzen. Ist es oft ein Problem bei der Konstanz, bei den jungen Spielern, wenn man zwar offensiv nach vorne spielen möchte, aber dass man dann vielleicht oft dann wieder ein, zwei Tore mehr bekommt, als man eigentlich eingeplant hat, unter Anführungszeichen, so wie in den Vorbereitungsspielen, wo ja sehr viele Tore gefallen sind? Klar, also im Grunde genommen versuche ich als Trainer der Amateure, die Spieler so gut wie möglich vorzubereiten auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Karriereschritt. Wer meine Arbeit beobachtet, der kann erkennen, dass ich natürlich schon ein großes Interesse daran habe, dass wir sehr spielbestimmend sind, dass wir ja, Elemente des modernen Fußballs ganz einfach in unserem Spiel drinnen haben. Was ich sage, dass teilweise oder sehr oft von den jungen Spielern sehr gut interpretiert wird, allerdings, und das ist ganz einfach eine ganz normale Geschichte, junge Spieler neigen auch oft zu Leichtsinnigkeit. Das ist auch in der Offensive vor dem Tor, wo sie glauben, ein schönes Tor ist wichtiger als ein normal geschossenes Tor. Und auf der anderen Seite neigen sie zu Konzentrationsfehlern und Stellungsfehlern, wie auch im Erwachsenenfußball, aber halt leider Gottes in Situationen, wo man im Erwachsenenfußball sofort bestraft wird. Das ist ganz einfach ein Prozess, wo jeder Einzelne seine Fehler machen wird und auch seine Fehler machen darf. Aber eins ist auch klar, wir sind bereits in einer Stufe, weil es zwar noch Ausbildung, aber doch hin schon sehr leistungsorientiert und auch versuchen vorzubereiten auf den nächsten Schritt. Und dementsprechend muss man ihnen auch das Bewusstsein jetzt dann vermitteln beginnen, dass ein Fehler ganz einfach hier auf diesem Niveau bereits bestraft wird. Und das ist ganz einfach ein Prozess, wo der eine oder andere die Mechanismen sehr schnell begreifen am Anfang, der andere vielleicht ein bisschen länger braucht. Aber im Grunde genommen sind das die ganz normalen Prozesse. Das ist der Unterschied einer Amateurmannschaft zu anderen Regionalliga-Mannschaften, wo auch oft sehr junge Spieler zum Einsatz kommen, ist ganz einfach der, dass wir in Summe eine sehr junge Mannschaft sind. Das heißt, bei anderen Regionalligisten, wenn ein junger Spieler spielt, zum Einsatz kommt und einen Fehler macht, passiert es oft, dass ein älterer Spieler diesen Fehler korrigieren kann. Bei uns, bei einer Amateurmannschaft, ist es noch oft so, dass ein Fehler den anderen nachher irgendwo mit sich bringt. Und diese Mechanismen muss man ganz einfach besprechen, trainieren und ganz einfach immer dranbleiben. So eine wichtige Erfahrung, die du angesprochen hast, ist auch so ein Testspiel gegen den HSV, wo ja einige Junge die Möglichkeit bekommen haben, sich zu zeigen. Erstens in einem großen Stadion und gegen Spieler wie Raphael van der Vaart, dass man mal sieht, wie läuft das, wie tun die, wie muss ich mich verhalten. Hast du da irgendeine eine Zukunftshoffnung, ohne jetzt einen Namen zu nennen, auf gewissen Positionen gesehen? Nein, ich finde es einmal irrsinnig toll, dass so ein junger Spieler solche Möglichkeiten bekommt. Das passiert nicht alle Tage, dass man gegen so ein Traditionsgebiet im HSV spielen kann. Wenn man das Spiel jetzt dann hernimmt, sage ich, hätte man von dem einen oder anderen Jungen vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Aufgrund der Tatsache, dass ich die Jungs recht gut kenne, weiß ich, was in ihnen schlummert. Und da waren vielleicht einige dabei, die zu viel Respekt noch gehabt haben. Was auf der einen Seite normal ist, aber auf der anderen Seite ist es auch etwas, wo ich sage, das muss man schon noch ansprechen, das muss man ihnen auch sagen. Wer da im Konkreten eine Zukunftshoffnung ist, wir sehen jetzt dann beim Nike Cup, wir sehen es anhand des Prozesses im letzten Jahr bei den Amateuren. Also ich glaube, es sind sehr viele Spieler, die sehr viel Potenzial mitbekommen oder sehr viel Potenzial haben. Die Frage ist, wie entwickeln sie sich jetzt in dieser wichtigen Phase, der nächsten wichtigen Phase? Es gibt sehr viele wichtige Phasen. Und da ist sehr oft Ausdauer gefragt und nämlich wirklich auch Beharrlichkeit und dieser absolute Wille, dieses Ziel zu erreichen. Und ja, da sage ich nochmal, da sind einige Spieler dabei, die für mich in ihrer Voraussetzungsanlage das mitbekommen oder mitbringen. Wer es noch am Ende des Tages machen wird, ich hoffe so viel wie möglich. Kommen wir zurück zur Regionalliga und damit zu deiner Mannschaft. Der ATSV Wolfsberg und Gurten sind in die Liga aufgestiegen, der LASK ist in die nächste höhere Liga aufgestiegen. Wie hat sich die Liga verändert und wie erwartest du die Liga in dieser Saison? Ja, wir haben es in Reiz vergessen, die aus der Landesliga Steiermark aufgestiegen sind. Man muss sagen, in der letzten Saison war mit Pasching und dem LASK natürlich waren zwei Mannschaften, die aufgrund ihrer nominellen Kaderbesetzung
über die meisten anderen Mannschaften gestanden sind. Daher sage ich mal, was du sehr wohl auch wieder erkennst, du, dass sehr viele Vereine sehr viel bereit sind zu investieren, um den nächsten Schritt zu machen. Also mir fällt der Klagenfurt ein, mir fällt der Steyr ein. Zwei Mannschaften, die sich, glaube ich, sehr gut verstärkt haben. Dazu die Aufsteiger, die aufgrund der Stärke der Landesliga verdient aufgestiegen sind. Das heißt, die sind in ihrer Substanz oder in ihrer Kaderzusammenstellung nicht großartig verändert. Und da ist sicher sehr viel Qualität, vor allem wenn man da die Weizer hernimmt. Also ich glaube einmal, dass die Dichte höher ist als im letzten Jahr. Das heißt, ich glaube, dass da sehr viel Qualität vorhanden ist in sehr vielen Mannschaften und für meine Jungs ist es ganz einfach toll, gegen diese Mannschaften spielen zu können und so schnell wie möglich zu lernen. Am Sonntag geht es jetzt nach Wolfsberg zu den WRC Amateuren. Die Kampfmannschaft der Wolfsberg hat sich sehr stark präsentiert, jetzt in der Bundesliga die ersten beiden Runden. Was weißt du über die Amateure? Wie werden die sich präsentieren am Sonntag? Welchen Fußball werden sie zeigen und wie werden sie versuchen, deine Mannschaft zu fordern? Die WRC Amateure sind natürlich eine Mannschaft, die letztes Jahr schon das erste Jahr in der Regionalliga Mitte gespielt haben. Aufgrund der Tatsache, dass der LASK nachher aufgestiegen ist, auch in der Regionalliga Mitte geblieben sind. Wenn man jedoch die Struktur dieser Mannschaft anschaut, kann man sie nicht mit der Struktur unserer Mannschaft vergleichen, weil ganz einfach sich dort sehr viel getan hat. Dort wurde ein Germaniak verpflichtet, eigens nur für die Amateure. Dann wurde noch ein Torhüter verpflichtet. Das heißt, in ihrer Struktur waren sie bedacht, ältere Spieler zu holen, die Jungen führen. Und wenn man jetzt von jüngeren Spielern spricht, dann sind diese Spieler, die beim WRC dabei sind, sicher nicht so jung wie unsere Spieler jetzt. Aber, und das ist ganz einfach etwas, wo ich sage, diese Mannschaft hat speziell in ihrer Vorbereitung, in ihren Spielen bewiesen, dass sie auf einem sehr guten Weg ist, dass sie sehr gut in ihrer Zusammenstellung schon funktioniert, dass sie sehr gut gegen den Ball arbeiten. Also viele Dinge, die der Trainer da in diesen ersten Wochen bereits vermittelt hat. Und ja, wird sicher eine ganz interessante Partie, eine schwere Partie. Vor allem auch beruhend auf der Tatsache, dass im Unterschied zum letzten Jahr bei mir die Situation so ist, dass sehr viele Spieler im Kader der Kampfmannschaft dabei sind. Das heißt, nicht täglich in meinem Trainingsprozess drinnen sein. Und dadurch sage ich mal, schauen wir mal, wie dieses erste Spiel beginnt. Also die Burschen haben alle sehr gut gearbeitet, es sind sehr viele dabei. Das ist wirklich verdient, um davon anfangen dabei zu sein. Und ganz einfach die ersten Erfahrungen auch wieder zu sammeln. Und ja, glaube ich, wird ein interessantes Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Bin froh, dass er eine Amateurmannschaft ist, die ganz einfach auch versuchen wird, im ersten Spiel so richtig Gas zu geben. Und ich glaube, dass das ein interessantes Spiel wird. Wenn wir in einem Jahr wieder da sitzen und über die kommende Saison reden, was würdest du dann, und auch über die vergangene, was würdest du dann gerne über die vergangene sagen wollen? Also, was ich sicher über die nächste Saison sagen werde, ist ähnlich wie in dieser Saison. Also, es wird wahrscheinlich wieder viele neue Spieler geben, die aus der Akademie kommen. Aber toll ist natürlich schon, wenn man jetzt dann sehen kann, dass wir mit einem Altersdurchschnitt von mit einmal 18 Jahren in der Regionalliga unterwegs sind, wo sehr viele Spieler dabei sind, die sich jetzt dann entwickeln, beginnen oder in einer sehr guten Entwicklung sind. Und wenn es gelingt, wieder so viele Spieler an die Kampfmannschaft heranzuführen, dann glaube ich, ist das ein toller Erfolg. Natürlich mit der Aufgabe, in der Regionalliga drinnen zu bleiben. Aber meine erste und wichtigste Aufgabe ist ganz einfach, Spieler für die Kampfmannschaft zu entwickeln. Und das ist in der letzten Saison sehr gut gegangen, wenn man jetzt dann sieht, wer da alles dabei ist. Von Schmerbeck, Pfingstner, Gruber, Rosenberger, beginnend über Schützenauer. Das sind Spieler, die den Sprung gemacht haben. Die hoffentlich jetzt dann im Kader der Kampfmannschaft den nächsten Schritt machen, aber da schauen schon neue Spieler, die ganz einfach auch Potenzial, Qualität haben, die da Druck nach oben machen sollen und dafür bin ich verantwortlich und ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr so ähnlich funktioniert wie in der vorangegangenen Saison. Ich wünsche mir dir alles Gute für den Saisonstart und für die ganze restliche Saison. Dankeschön. Danke dir.